Leute, weiter geht's bei Pokémon Sovereign of the Skies. Wir sind hier in dieser komischen Höhle mit diesen Golden Sal Elementen hier, die wir per Blitz aktivieren können. Und wir sammeln eine Menge Items ein. Aber wo wollen wir jetzt lang gehen? Wir können nur in eine Richtung bisher, auch wenn es anders aussieht. Und zwar hier können wir die Maschine einsetzen. Dann können wir nur wieder nach rechts gehen. Mehr können wir nicht tun. Also muss das richtig sein. Muss richtig sein. Dann können wir nach oben gehen. Wir können uns hier auch nicht irgendwie anders fortbewegen. Das ist gut. Okay, dann hier hoch. Dann... Oh, viele Maschinen. Gehen wir hier hoch. Vielleicht kriege ich da ein Item. Ja, oh, cool. Na, vielleicht hätte ich das Ding da unten zuerst aktivieren sollen. Ich weiß es nicht. Aber ich nehme an, ich muss alle aktivieren, oder wie seht ihr das? Ich nehme es an, ja. Geht trotzdem zuerst, wenn möglich, nach unten. Ja, okay, da bin ich wieder am Anfang, okay. Ist mir dann lieber. Aktivieren wir die Maschine hier. Dann kann ich da irgendwo nach rechts gehen, was? Es war falsch. Okay, das war falsch. Ich muss da nach oben gehen. Wie zuvor schon. Okay, das hätte ich mir alles sparen können. Und dann können wir hier irgendwo... Was? 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 Moment, was? Kann ich es nochmal aktivieren? Dann ist es wieder falsch rum. Okay, nochmal aktivieren. Okay. Nee, was? Irgendwie übersehe ich jetzt gerade extrem viel. Okay, hier hoch. Hier hoch möchte ich. Und hier komme ich nur nach unten. Das bringt mir irgendwie gar nichts. Muss ich das hier nochmal aktivieren? Und hier ist nichts. Doch, da war das Item. Ich muss das vielleicht nochmal aktivieren. Ja, das sah schon besser aus. Ja, ah! So komme ich hier durch und hier durch. Aha! Okay, ich verwirre mich hier nur selber. Kann das hier aktivieren? Dann kann ich da oben entlang. Gut. Gut. Aber diese nervigen Pokémon. Lass mich bitte in Ruhe. Kann ich hier vielleicht wieder hochgehen? Ja! Oh. Leute, das funktioniert so gut. Was? Ah, dann hier. Nehmen wir die Kraftwurzel mit. Schön, schön, schön. Dann kann ich eventuell... Hier oben kann ich nochmal was aktivieren. Versuchen wir mal kurz. Die hier aktivieren. Dann habe ich irgendwas gedreht. War das ein Fehler? Ich weiß es nicht. Shit, da habe ich mich wieder verlaufen. Wo ändert das jetzt was? Da kann ich jetzt hochgehen. Oh, lass mich doch einfach nur in Ruhe, ihr Viecher. Irgendwie darüber kommen. Irgendwie darüber kommen. Schau. Oh, nerv mich jetzt bitte nicht. Muss da oben die andere Maschine hier. Was ist denn jetzt auf einmal los? Habe ich die jetzt aktiviert oder nicht? Ich darf keine Maschinen auslassen, sonst verwirre ich. Nee, Moment. Das muss so sein. Ja. Jetzt hier nochmal die vielleicht. Ist das wieder nach rechts? Diese verdammten Viecher, ey. Ich kann mich nicht richtig konzentrieren, wenn ich hier ständig aufgehalten werde. Ernsthaft, das nervt mich. Muss hier irgendwas geben.
Was macht das? Macht das wieder das? Ich komme hier nirgendwo anders hin, versteht ihr? Muss ich das nochmal einsetzen? Dann geht das irgendwo von rechts nach links. Ah, das hier vermutlich. Ja, das ist das Item. Carbon. No, Beutel ist voll. Shit. Was setzen wir denn ein? Was setzen wir denn ein? Drachenzahn. Ah, komm, wir geben das irgendwie. Das lohnt sich aber nicht. Ich weiß gerade nicht. Geben wir halt das Glücksei irgendjemandem. Mein Gott. Geben wir das halt hier, Morlord. Trägt kein Item. So. Scheiß, kann ich alles irgendwann verkaufen. So. Setzen wir das ein. Dann kann ich wieder irgendwas machen. Und zwar nach links gehen. Nervt mich bitte nicht. Jetzt hier unten, oder? Das könnte richtig sein. Nochmal ein Schuppert. Lass mich jetzt bitte in Ruhe, danke. Nochmal ein Item. Trank, okay, den kann ich liegen lassen. Nicht weiter wichtig. Dann aktivieren wir das. Okay, ah, mein Gott. Dann hier und dann sollte ich es geschafft haben, theoretisch. Ey, die nerven so gewaltig, ne? So, hier haben wir es geschafft. Okay. Diejenigen, die von West nach Ost reiten, soll der Zutritt gewährt sein. Diejenigen, die von West nach Ost reiten, soll der Zutritt gewährt sein. Was? Von West nach Ost. Also von links nach rechts quasi, oder? Ich trimme mal den hier und dann den hier. Nein? Den hier auch noch? Ja, von links nach rechts halt, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das von Anfang an richtig gemacht habe oder ob es Zufall war. Okay, cool. Von links nach... Oh Gott. Das Pentagramm ist die Lösung zu allen Problemen. Hinweis, das Pentagramm beginnt im Südwesten und endet im Osten. Südwesten. Okay, Moment. Das hier? Zerstören? Ja, ich hoffe, ihr wisst, wie man ein Pentagramm zeichnet, ne? Dann kommt das hier. Ich glaube, das stimmt so. Dann kommt das hier. Ja, ich vermute das jetzt nur. Ich meine, ich weiß, wie man ein Pentagramm zeichnet. Und wir beenden die Zeichnung im Osten. Das würde dann stimmen. Oh, das ist ein verdammt cooler Rätsel, echt. Fantastisch. Na? Yes! Oder? Ja! Sehr geile Rätsel, echt. Ich mag sowas. Nochmal eines. Diesmal mit 9 Steinen. Oben, oben, oben. Rechts, rechts. Unten, unten. Link. Was? Und du bist willkommen. Steht hier dasselbe? Moment, das muss ich mir kurz aufschreiben. Das möchte ich mir nicht merken. Oben, oben, oben. Rechts, rechts. Unten, unten. Links, oben. Jetzt ist die Frage, wo beginne ich? Theoretisch links unten, würde ich sagen. Weil ich muss ja zweimal nach rechts gehen können, oder? Ja, ich denke, das müsste stimmen. Zweimal oben. Und dreimal oben. Dann zweimal nach rechts. Ja, ich mache so quasi im Uhrzeigersinn die Runde bei den Steinen, ja. Die Rätsel sind so cool. Ich meine, sie sind simpel, aber ziemlich cool durchdacht. Genauso müssten Pokémon-Spielrätsel sein. Genauso. Machen wir das weg. So, das war jetzt zweimal nach unten, jetzt noch einmal nach links. Und dann noch einmal nach oben. Dann haben wir es geschafft. So, noch das hier. Na? Yes! Leute, wir sind so gut! Wir sind so gut!
Und weiter. Ah, nochmal eine Maschine. Ich sollte zuerst nach oben gehen und nachschauen, ob da vielleicht was ist. Okay, nee. Ich komme nicht weiter. Wir müssen das zuerst aktivieren. Machen wir. Wir setzen Blitz ein, beziehungsweise der Traumvogel macht das. Und zack. Ich glaube, so cool war Blitz noch nie animiert auf der Map, würde ich sagen. Ah, jetzt sind wir da. Oder jetzt können wir da weiter. Aha. Mit den Golden Sandsteinen. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt komme ich da nicht weg. Jetzt komme ich da nicht weg. Moment, wenn ich das jetzt nochmal aktiviere. Was? Dann kann ich... Oh, ernsthaft? Für was bin ich denn jetzt hier? Kann auch nicht nach unten fallen. Okay, das ist ein bisschen doof. Dass ich jetzt den kompletten Weg nochmal zurückgehen muss, ist ein bisschen doof. Ist jetzt echt ein bisschen doof. Naja. Wir können ja rennen und wir können die Speed-Taste verwenden, ne? Dann geht es ja. Hoffentlich. Schuppert. Nein. Zack, zack, zack. Und zurück. Nein! Darf nicht so mit der Speed-Taste spielen. Oder sie nicht so abusen, sagen wir so. So, hier und zack und weg. So, da ist der Anfang. Können wir hier hochgehen? Was? Was, wie? Was? Wie komme ich denn jetzt hier weg? Hey, diese Viecher nerven. Ich habe jetzt echt keinen Bock, die alle zu bekämpfen. Ich meine, was soll denn das? Wie komme ich jetzt hier weg? Wie komme ich... Was? Ey, wenn man sich jetzt den Rückweg auch noch so erkämpfen muss, das ist ein bisschen doof. Ja. Aber ich glaube, das war's schon, oder? Damit komme ich jetzt theoretisch hier weg. Einfach nur hier durchgehen. Nein, jetzt hätte ich... Ah, doch, hat gestummen. Hier komme ich jetzt zurück. Hier komme ich zurück. Ey, bitte nervt mich nicht, ihr Viecher. Wo muss ich... Leute, ich habe mich komplett verfranst. Oder auch nicht. Nee! Habe ich halt nicht. Perfekt, habe ich halt nicht. Jetzt können wir hier weitergehen. Ah, und jetzt beginnen die Kämpfe. Team Tundra wird hier nie geschlagen geben. Jetzt wirst du erst gegen mich kämpfen. Ihr kämpft gegen zwei von euch. Das Eistee ist total cool. Okay, vier Pokémon. Ein Zubat und ein Magnaien. Mit wem kämpfen wir? Mit Altaria und Traunfugil. Ja, es könnte besser sein, ne? Es könnte besser sein. Erstmal, ja, Bedrohung von Magnaien wirkt. Aber nun haben wir die Viecher platt. Erstmal Feuerudem auf Magnaien und Psychstrahl auf Zubat. Was ist das? Das reicht, sehr gut. Tschüss, Zubat, hat Spaß gemacht. Und dann hast du noch ein Schnäppke. Finde ich jetzt gar nicht mal so gut. Geht. Brüller. Was für ein Brüller. Toll. Pupita. Okay. Okay. Steinhagel gegen beide Gegner und... Psystrahl gegen Schnäppke. Du bist eh schneller, Traumvogel, ja. Vielleicht kann Pupita so beide Gegner besiegen. Das wäre schön. Volltreffer, ja, fantastisch. Tschüss, Schnäppke. Und reicht es auch für Magnaien? Nein, tut es nicht. Sehr schade. Dann haben wir noch einen Kusilla. Kleines, du bist Kusilla. Ah, Magnaien, Jack zurück, cool. Okay, nochmal Steinhagel und Erstauner gegen Kusilla. Ja, es reicht, fantastisch.
So, Pupita, erledige jetzt endlich dieses Magnaien. Ja, es nervt. So. Ist jetzt noch ein Pokémon da, ich glaube. Nee, keines mehr. Gut. Ja, verdammt! Wie bitte? Hier, nimm das Geld. Sehr schön. Aber ich habe halt immer noch... Oh mein... Was zur Hölle ist da drüben für ein Krieg? Holy shit, das Rasaf gegen... Ja gut, das Rasaf ist ein Vorteil, muss man sagen. Okay, hier sind noch vier Gegner. Aber bevor wir uns mit diesen anlegen, würde ich sagen, das war's für heute mit Pokémon Sovereign of the Skies. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!